Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jogger66, Stunde der Wahrheit. Heute werden wir eine weitere Lesung machen in dem wunderbaren Buch von Edmond Paris, Die verborgene Geschichte der Jesuiten, das 1975 veröffentlicht wurde und das, je weiter wir kommen, umso interessanter wird für meine deutschen Landsmänner, meine deutschsprachigen Brüder und Schwestern, weil in diesem Buch eine Geschichte uns offenbart wird, wie wir sie eigentlich in der Schule hätten lernen sollen, aber wie sie uns leider nirgendwo gelehrt wird. Außer in solchen Büchern wie hier von Edmond Paris, Die verborgene Geschichte der Jesuiten, was wir halt lesen. Wir sind jetzt angekommen im, und deswegen lassen wir das mal eben sehen, im fünften Kapitel, oder im fünften Abschnitt besser gesagt, und der Abschnitt heißt Der Teufelskreis. Warum heißt der Abschnitt der Teufelskreis? Naja, man kommt im Grunde vom Regen in die Traufe oder man kommt vom einen Krieg in den nächsten. Man kommt von dem ersten in den zweiten und von dem zweiten mehr oder weniger in den dritten, mit dem Zwischenstadium des Kalten Krieges. Und dann spreche ich noch gar nicht mal von dem dritten Weltkrieg, der ja von Albert Pike so gesagt vorhergesagt wurde. Wobei man wissen muss, dass Albert Pike ein Freimaurer war, der höchste Freimaurer in den Vereinigten Staaten im 19. Jahrhundert, der kontrolliert wurde von Jesuitengeneral Jean-Pierre de Smet. Aber das wissen die meisten Leute nicht und die glauben, die Freimaurer planen alles. Nein, nein, es sind die Jesuiten, die an der Spitze stehen. Und wenn dieser Brief überhaupt wirklich so geschrieben wurde und so keine Fälschung ist, sage ich mal, dann sollte er uns Einblick darin geben, was mit dem Dritten Weltkrieg erreicht werden soll oder was mit dem Dritten Weltkrieg passiert. Ob das auch wirklich so ist, da will ich mich gar nicht drüber auslassen, aber weil ich mich gerne drüber auslassen möchte, ist, dass ich euch zeigen möchte mit der Lesung dieses Buches Die verborgene Geschichte der Jesuiten, dass gerade wir Deutschen eine unglaubliche Aufarbeitung unserer Geschichte brauchen, weil uns wurde die Hucke voll gelogen, um es mal ganz einfach zu sagen. Wir werden belogen von der Wiege bis zum Grab. Nicht nur die Deutschen, andere auch. Aber gerade wir Deutschen. Und wir werden mit einer Schuld belastet für den Ersten Weltkrieg, wir werden mit einer Schuld belastet für den Zweiten Weltkrieg und andere Dinge, die da passiert sein sollen. Und wir werden wahrscheinlich noch mit anderen Schulden belastet. Und es geht mir hier um das Volk, es geht mir hier nicht um die Regierung. Die Regierung ist eine andere Sache. Aber die Regierung sollte eigentlich dafür verantwortlich sein, dass das Volk eine Ausbildung bekommt, in der es ihre eigene Geschichte und ihre eigene Kultur kennt und erkennt. Und das ist leider nicht nur in Deutschland, aber auch in Deutschland nicht so. Das heißt, wir müssen uns selber an das Studium machen, um die Geschichte zu studieren, um aus der Geschichte zu lernen und eben zu sehen, dass sie sich nicht wiederholt. Oder wenn sie sich wiederholt, dass wir es zumindest erkennen und darauf reagieren können. Und deswegen ist das Buch Die verborgene Geschichte der Jesuiten von Edmond Paris so wichtig. Gut, wollen wir eben sehen. Ich habe das hier schon vorbereitet. Abschnitt 5 auf Seite 90 in dem PDF heißt Der Teufelskreis. Eben der Teufelskreis der verschiedenen Kriege. Der ist damit wohl gemeint. Oder so interpretiere ich das doch. Kapitel 1 handelt vom Ersten Weltkrieg. Der Rem-Vatikan durch den französisch-russischen Zweiverband erzeugten und in der Dreyfus-Affäre derart sichtbaren Wut, dem Ärger, den das französisch-italienische Zusammengehen heraufbeschwor und von dem der Loubet-Zwischenfall klar Zeugnis abgab, wurde ein durch die Entente Cordiale mit England verursachter bitterer Groll noch hinzugefügt. Ja, über die Entente Cordiale, ja, da müssen wir eben mal erklären, das ist die seit 1904 bestehende bündnisähnliche Beziehung zwischen Großbritannien und Frankreich zum Zwecke militärischer Absprachen für den Fall eines Krieges gegen das Deutsche Reich. Ja, wir wissen ja, wir hatten einmal das Bündnis, wie wir ja vorher bereits gelesen hatten, zwischen Deutschland, Österreich und Italien und hier die Entente Cordiale, ja, also die Cordial, das ist freundschaftlich, das ist ein Wort, das heißt freundschaftlich, das freundschaftliche Bündnis oder die freundschaftliche bündnisähnliche Beziehung zwischen Großbritannien und Frankreich zum Zwecke militärischer Absprachen für den Fall eines Krieges.
Ja, wir sprechen hier über den Anfang des 20. Jahrhunderts. Am Anfang des 20. Jahrhunderts war Großbritannien genau wie Frankreich unter Jesuitenkontrolle. Und von daher sind solche Entente cordiale, solche bündnisähnlichen freundschaftlichen Beziehungen überhaupt kein Wunder. Nun, Frankreich war jedenfalls fest entschlossen, seinem zwischen Anführungsstrichen schwierigen Nachbarn Deutschland sowie Österreich-Ungarn gegenüber nicht alleine dazustehen. Die Monsignore Christiani zufolge derart blinde und unüberlegte Politik Frankreichs wurde vom katholischen Allerheiligsten für äußerst ungünstig befunden. Denn besagte Politik war neben der Gefährdung der völligen Ausblutung, die Frankreich bräuchte, eine unbezahlbare Unterstützung des schismatigen Russlands, dieses verlorenen Schafes, ja, wegen der russisch-orthodoxen Kirche, für dessen Rückkehr in die römisch-katholische Gemeinde man die Hoffnung nie aufgegeben hatte, auch wenn ihre Vollendung einen Krieg bedeuten würde oder dürfte. Mit anderen Worten, bekehre dich oder stirb. Convert or die, wie es so schön im Englischen heißt. Ja? Konvertiere oder stirb. Man will die russisch-orthodoxe Kirche wieder eingliedern in die römisch-katholische Kirche um jeden Preis. Macht überhaupt nichts aus, wenn man eben dafür eben auch Krieg führen müsste. Nun, die orthodoxe Kirche, fährt der Autor fort, aber blieb auf dem Balkan vorerst fest im Sattel, vor allem in Serbien. Dass der den Balkankonflikt beendende Vertrag von Bukarest zu einem Anziehungspunkt der Südslawen machte und insbesondere jene unter dem Joche Österreichs. Nur eine kleine Erklärung hierbei: Der Balkankonflikt, da sprechen wir von zwei Balkankriegen zwischen 1912 und 1913 zwischen den zwischen Anführungsstrichen christlichen Balkanstaaten und der Türkei, die dabei bis auf einen kleinen Teil von Thrakien ihre europäischen Beziehungen verlor, stattfanden. Und der beendende Vertrag von Bukarest, der also diese zwei Balkankriege beendete, war der Bukarester Friedensschluss vom 10. August 1913, der den Zweiten Balkankrieg beendete. Ja. Die ehrgeizigen Pläne des Vatikans und der apostolische Imperialismus der Habsburger befanden sich wie bisher in völligem Einklang. Also Österreich-Ungarn, hauptsächlich Österreich wegen der Habsburger, und Rom singen das gleiche Lied in denselben Tönen. Ja? Für Rom und Wien etikettierte die wachsende Stärke Serbiens dieses als den zu besiegenden Feind. Ah ja, da sitzen die Orthodoxen und man muss die Orthodoxen, eben die russischen Orthodoxen, zurückbekommen. Wenn man die anderen Orthodoxen vernichtet, kommen die Russen schon von alleine. Ja? Das ist so ungefähr der Plan. In der Tat begründet dies ein in den österreichisch-ungarischen Archiven gefundenes diplomatisches Dokument. Es unterrichtet den österreichischen Minister Berchtold, das ist Leopold Graf Berchtold, über die Gespräche, die Fürst Schönburg, ein österreichischer General und Politiker, im Oktober-November 1913 im Vatikan führte. Ein gefundenes diplomatisches Dokument. Also wir können davon ausgehen, dass das wohl früher Verschlusssache war, Geheimdokument war. Lesen wir mal, was in diesem Papier drin steht. Bei den in der vergangenen Woche zunächst mit dem Kardinalstaatssekretär, also das ist der höchste Geistliche des Vatikans nach dem Papst sowie der ersten offiziellen politischen allgemeinkirchlichen Berater des Papstes, Mary Del Val, da habe ich ein Bild hier vorbereitet aus der Google-Suchmaschine, das müssen wir auch weiterhin so machen, weil ich habe die Lesung selbst nicht vorbereitet, aber dieses Bild, ja, der Kardinalstaatssekretär Mary Del Val, und übrigens ein sehr berühmter Nachfolger von ihm war der spätere Papst Pius XII., Eugenio Pacelli, da kommen wir später noch zu. Also, der Kardinalstaatssekretär Mary Del Val besprochenen Themen wurde, wie zu erwarten war, die Serbienfrage angeschnitten. Als erstes brachte der Kardinal seine Freude über unsere feste und opportune Haltung der letzten Monate zum Ausdruck. Während der Audienz, die ich an jenem Tage bei seiner Heiligkeit, dem Heiligen Vater, also dem Papst, dem Antichristen hatte,
Da das Gespräch mit der Erwähnung unserer in Belgrad unternommenen energischen Schritte begann, machte einige charakteristische Bemerkungen. Zitat: Besser wäre freilich gewesen, hätte Österreich-Ungarn die Serben bestraft für all die Untaten, die sie begangen haben, sagte seine Heiligkeit. Und so wurden bereits 1913 die militanten Gefühle Pius X. klar zum Ausdruck gebracht. Daran ist, ziehen wir die Inspiratoren der römischen Politik in Betracht, nichts Überraschendes. Was blieb den Habsburgern zu tun? Ein Zitat aus Pierre Dominique. Serbien, eine orthodoxe Nation, zu züchtigen. Das Ansehen Österreich-Ungarns, dieser Habsburger, die mit Spaniens Bourbonen der Jesuiten letzte Unterstützer waren, und insbesondere das Ansehen des Thronfolgers Franz Ferdinand, ihres Verbündeten, würde stark gehoben. Für Rom erlangte die Angelegenheit fast religiöse Bedeutung. Ein Sieg der apostolischen Monarchie über den Zarismus könnte als Sieg Roms über das östliche Schisma angesehen werden. Ende Zitat von Pierre Dominique. Allerdings, fährt der Autor fort, zog sich die Angelegenheit durch das ganze Jahr 1913. Doch am 28. Juni 1914 wurde in Sarajevo Erzherzog Franz Ferdinand ermordet. Die serbische Regierung hatte mit diesem von einem mazedonischen Studenten begangenen Verbrechen nichts zu tun. Doch war es für Kaiser Franz Josef, also der Kaiser von Österreich und Ungarn, ein hervorragender Grund, mit Feindseligkeiten zu beginnen. Bevor wir jetzt hier weiter mit reingehen, ich weiß natürlich nicht, wie weit der Autor in diese Sache reingeht, die Ermordung des Erzherzogs Franz Ferdinand in Sarajevo, das lernen wir ja alle in der Schule, dass daraufhin der Erste Weltkrieg ausgebrochen ist. Da müssen wir uns nur von... wie wollte ich das jetzt ausdrücken? Wir müssen verstehen, dass dieses Attentat, was da gemacht wurde, natürlich von Jesuiten geplant und durchgeführt wurde. Genau wie das Attentat auf Abraham Lincoln und andere wichtige politische Attentate von den Jesuiten geplant und durchgeführt werden. Weil die Jesuiten wollen ja den Krieg in Europa aus verschiedenen Gründen, aber da kommen wir noch drüber. Weiterhin zitieren wir aus Pierre Dominique, Zitat: Graf Sforza behauptet, das vorrangige Problem sei gewesen, Franz Josef von der Notwendigkeit eines Krieges zu überzeugen. Der Rat des Papstes und seines Sekretärs seien das gewesen, was ihn am besten hätte beeinflussen können. Also wenn ich dann so furchtbar gerne Krieg haben möchte und Krieg führen möchte, dann finde ich immer einen Grund. Und der wurde hier dann natürlich geliefert mit der Ermordung des Erzherzogs Franz Ferdinand in Sarajevo. Selbstverständlich, fährt der Autor fort, erging besagter Rat an den Kaiser und dergestalt, wie er von diesem Papste und seinem Sekretär, dem Lieblingsschüler der Jesuiten, zu erwarten war. Während Serbien versuchte, durch Eingehen auf sämtliche Wünsche der österreichischen Regierung, die Belgrad eine Drohnote zugesandt hatte, einzugehen, übergab der österreichische Vertreter beim Vatikan, Graf Palfi, seinem Minister Berchtold am 29. Juli 1914 eine Zusammenfassung der Gespräche, die er am 27. mit Kardinalstaatssekretär Mary Del Valle hier im Bildermannloch hatte. Thema besagter Unterredung seien, Zitat, die großen Fragen und Probleme, die Europa heute beschäftigen, Ende Zitat, gewesen. Höhnisch weiß der Diplomat die menschliche Fantasie hinsichtlich der angeblichen Intervention des Papstes zurück, der sich doch mit der Bitte an seine kaiserliche und königliche apostolische Majestät gewendet hätte, den christlichen Völkern die Schrecknisse eines Krieges zu ersparen. Die besagten gedankenlosen Vermutungen abgehandelt habend, legt er somit die wahre Denkart der Kurie dar, wie sie ihm der Staatssekretär vermittelt hatte. Von einer besonderen Milde oder Versöhnlichkeit war aber in den Bemerkungen seiner Eminenz, also Papst Pius X., nichts zu fühlen. Der Papst, der Antichrist,
Eine besondere Milde oder Versöhnlichkeit? Das sind Gefühle, die gehen dem ab. Die an Serbien gerichtete Note, die er als äußerst scharf bezeichnete, billigte er trotzdem rückhaltlos und gab gleichzeitig indirekter Hoffnung Ausdruck, dass die Monarchie durchhalten werde. Freilich, meinte der Kardinal, sei es schade, dass Serbien nicht schon viel früher klein gemacht worden sei. Denn damals wäre dies vielleicht ohne einen so großen Einsatz an unübersehbaren Möglichkeiten durchführbar gewesen wie heute. Diese Äußerung entspricht auch der Denkungsart des Papstes, denn im Verlauf der letzten Jahre hat seine Heiligkeit mehrmals das Bedauern geäußert, dass Österreich-Ungarn es unterlassen habe, seinen gefährlichen Nachbar an der Donau zu züchtigen. Ein Zitat aus Veröffentlichung der Kommission für Neuere Geschichte Österreichs, erschienen 1930. Ich wollte mal eben sehen, ob ich ein Bild habe von Pius dem Zehnten. Es gibt ja, wie ihr inzwischen auch gelernt habt, so viele Pius-Päpste. Pius der Neunte im 19. Jahrhundert, Pius der Zehnte Anfang des 20. Jahrhunderts und dann gefolgt von Pius dem Elften und Pius dem Zwölften. Ja? Pius, Pius, Pius. Was haben wir denn hier zum Beispiel? Hier haben wir ein Bild von Pius dem Zehnten, dem Papst, über den wir gerade gesprochen haben, mit einem Zitat in Englisch, das ich euch gerne mal eben vorlesen möchte, das sagt: The Pope is not simply the representative of Jesus Christ. On the contrary, he is Jesus Christ himself under the veil of the flesh. Pope Pius X. Dieser Papst Pius X., der bis 1914, also zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs, regiert hatte, sagt hier also, der Papst ist nicht nur einfach der Repräsentant von Jesus Christus auf Erden. Ganz im Gegenteil, er ist Jesus Christus selber, verborgen unter einem Mantel von Fleisch. Eine Aussage von Papst Pius dem Zehnten, von dem wir hier auch noch ein anderes Foto haben. Lassen wir das mal eben hier drin, um den geht's ja doch hier im Augenblick. Zugegebenermaßen ist dies das genaue Gegenteil zu der menschlichen Fantasie hinsichtlich einer päpstlichen Intervention zugunsten des Friedens. Der Papst macht niemals eine Intervention zugunsten des Friedens. Der Papst stellt sich höchstens hin als der große Friedensmacher hinterher. Aber er interveniert nicht für Frieden. Dabei ist aber der österreichische Diplomat auch nicht der Einzige, der Bericht erstattet über die wahre Denkart des römischen Bischofs und seines Sekretärs. Tags zuvor, am 26. Juli, und hier machen die Übersetzer eine kleine Note und sagen, nein, das war drei Tage zuvor, nämlich am 24. Juli 1914, hatte der bayerische Vatikangesandte Baron Ritter an seine Regierung geschrieben, eine Erklärung aus dem Telegraph. Zitat: Papst billigt scharfes Vorgehen Österreichs gegen Serbien und schätzt im Kriegsfalle mit Deutschland russische und französische Armee nicht hoch ein. Karsek, also das ist die Abkürzung für den Generalstaatssekretär, den wir hier ja im Bild haben, den Rafael del Merry del Val, wenn er das noch zu der Zeit war. Nehmen wir eben das Bild vom Papst hier wieder zurück. Wo war ich denn jetzt stehen geblieben? bin ich aus der Reihe gefallen. Papst billigt scharfes Vorgehen Österreichs gegen Serbien und schätzt im Kriegsfalle mit Deutschland russische und französische Armee nicht hoch ein. Karsek, also der Kardinalstaatssekretär, hofft ebenfalls, dass Österreich diesmal durchhält und wüsste nicht, wann es sonst noch Krieg führen sollte, wenn es nicht einmal ausländische Agitationen, die zum Morde des Thronfolgers geführt hat und außerdem bei der jetzigen Konstellation Österreichs Existenz gefährdet, entschlossen ist, mit Waffen zurückzuweisen. Ende. Zitat aus dem Telegraph. Diese Mitteilung findet sich auch unter anderem in dem Buch Bayerische Dokumente zum Kriegsausbruch, Band 3, Seite 205. Aber das sind halt Dinge, das wird uns in der Schule eben so nicht gelehrt, oder habt ihr da schon mal von gehört? Nun, der Heilige Stuhl war sich demnach, der Heilige Stuhl, mir wird schon schlecht, wenn ich das überhaupt lesen muss, war sich demnach der
unübersehbaren Möglichkeiten vollends bewusst, die eine österreichisch-serbische Auseinandersetzung in sich barg, tat aber dennoch, um letztere zu begünstigen, alles in seiner Macht Stehende. Das den christlichen Völkern drohende Leid kümmerte weder den Heiligen Vater noch seine jesuitischen Ratgeber. Ach nein, das wäre ja wohl auch das erste Mal. Das den christlichen Völkern drohende Leid kümmerte weder den Heiligen Vater noch seine jesuitischen Ratgeber. Weder den Papst, den Antichristen hier im Bild. Entschuldigung, ich habe einen Schluck auf. Noch die Jesuiten kümmert jemals das drohende oder das erlittene Leid der sogenannten christlichen Völker. Ob das jetzt katholische Völker sind, ob das protestantische Völker sind, ob das muslimische Völker sind, ob das jüdische Völker sind, ob das buddhistische Völker sind. Das den Völkern drohende Leid kümmerte weder den Heiligen Vater noch seine jesuitischen Ratgeber. So kann man den Satz auch lesen. Nein, es kümmert sie nicht. Sie sind sogar die Drahtzieher dieses Leides hinter jedem Volk des Leiden der letzten Jahrhunderte. Es war nicht das erste Mal, sagt der Autor weiterhin, dass diese Nationen für die Zwecke der römischen Politik herhalten mussten. Endlich war sie gekommen, die herbeigesehnte Gelegenheit für den Einsatz des deutschen weltlichen Armes gegen das orthodoxe Russland, das gottlose Frankreich, das eine völlige Ausblutung brauchte, und als Zugabe gegen das ketzerische England. Alles schien einen lebhaften und freudigen Krieg zu versprechen. Und ich muss hier eben nochmal darauf hinweisen, meine lieben Zuhörer und Zuschauer, dass wir uns daran erinnern, dass wir im Buch Behind the Dictators, das ich ja gelesen habe und auf meinem YouTube-Kanal die ganze Lesung veröffentlicht habe, wir gehen mal eben in die Abspielliste, dann zeige ich euch das, dass wir da in einem der Kapitel aus dem Buch Behind the Dictators gelesen haben, dass der Papst Leo XIII. Noch im 19. Jahrhundert den deutschen Kaiser sagte, hier sind die Videos der ganzen Buchlesung in Englisch, dass der Papst dem Kaiser damals sagte, dass er wolle, dass Deutschland das Schwert der römisch-katholischen Kirche in Europa wird. Worauf der Kaiser antwortete, aber Eure Heiligkeit, wir leben nicht mehr in dem dunklen Mittelalter, wir leben nicht mehr in der Zeit des Heiligen Römischen Reiches stolzer Nation, die Zeiten haben sich verändert. Aber trotzdem bestand der Papst auf seiner Forderung. Und das können wir nachlesen in dem Buch Behind the Dictators, wo ich hier halt die Abspielliste von auf meinem Kanal habe. Wenn ihr Englisch könnt, schaut euch das an. Ist sicher nicht ganz unwichtig. Okay, dann denke ich, fahren wir mal fort mit der Buchlesung hier. Alles schien einen lebhaften und freudigen Krieg zu versprechen. Also wer bei einem Krieg von einem lebhaft sprechen kann. So, und hier muss ich jetzt mal eben einen Schnitt machen, weil ich hatte hier ein Problem, das mir nicht bewusst war. Die Kamera hat sich zu diesem Zeitpunkt, ohne irgendeine Warnung oder ein Zeichen zu geben, verabschiedet und ich habe die Aufnahme weitergemacht, eine ganze Stunde. Und habe zum Glück meine Sicherheitsaufnahme des Audios und werde jetzt probieren, also ich spiele das Audio jetzt ab und die Kamera nimmt das auf, hoffe ich doch. Und ich werde probieren, das Video aufgrund des Audios nachzuvollziehen, welche Bilder ich da reingemacht habe. Und ihr hört euch das originale Audio an, das jetzt ganz normal weitergeht. Ich werde ab und zu hier die Kamera mal machen, reinnehmen in das Bild, dass ich sehe hier unten, dass das auch läuft, wie das jetzt läuft, weil ich möchte das ja jetzt nicht nochmal vorhaben. Also das ist jetzt eine extra Minute, die ich hier mit reinmache, um euch zu erklären, dass ich wegen eines technischen Problems jetzt das Video nochmal bearbeiten muss aufgrund der Audioaufnahme, die ich bereits machte. Die lasse ich jetzt laufen und dann lesen wir weiter. Auf der Seite hier in diesem gehighlighteten Stück, in diesem markierten Stück, alles schien einen lebhaften und freudigen Krieg zu versprechen.
Alles schien einen lebhaften und freudigen Krieg zu versprechen. Also, wer bei einem Krieg von lebhaft sprechen kann, wo es um Tod geht, und freudig sprechen kann, der kann ja wohl nicht sprechen im Geiste der Bibel, oder? Der kann doch wohl nicht sprechen im Geiste von Jesus Christus. Dessen Entwicklung und Ergebnis, beide im Widerspruch zum vorhergesagten Pius X., erlebte letzterer nicht. Er starb zu Kriegsbeginn am 20. August 1914. 40 Jahre später aber wurde der ehrwürdige Papst durch dann den Pius XII. Kanonisiert, also heilig gesprochen. Und der für den Kirchenkatechismus verwendete Précis d'Histoire Sainte, also Grundriss der Heiligengeschichte, verfasst und herausgegeben von den Maristen in Lyon 1909, widmete ihm diese erhebenden Worte. Zitat: Pius X., Antichrist. Man darf nie vergessen, Päpste sind Antichristen. Ich sollte wirklich mich dran gewöhnen, jedes Mal, wenn das Wort Papst, Eure Heiligkeit oder was auch immer da steht, Antichrist davor zu setzen. Also das Zitat nochmal. Antichrist, Pius X., tat alles, um den Beginn des Krieges von 1914 zu verhindern und starb voller Schmerz angesichts des Leides, das dieser Krieg bringen würde. Ende Zitat. War dies Satire, so hätte sie in besserer Weise nicht formuliert werden können. Das kann ich dem Autor aber wirklich nur zustimmend beifallen. War dies Satire, so hätte sie in besserer Weise nicht formuliert werden können. Natürlich ist sie das, weil alles, was die römisch-katholische Kirche sagt, das 180 Grad umgedreht der Wahrheit. Natürlich ist das Satire. Wenige Jahre vor 1914 sagte Yves Guyot, ein französischer Schriftsteller, der lebte bis 1928, ein wahrer Prophet, in seiner Aussage hier, dass wir nachlesen können, Bilan social et politique de l'Église, also soziale und politische Bilanz der römischen Kirche, auf Seite 76, Zitat: Wenn jemals der Krieg ausbricht, hört es wohl, ihr Frauen, die ihr beichten geht, ihr Männer, die ihr die Kirche als eine Bürgschaft für Ordnung und Frieden betrachtet, und ihr Einfältigen, die ihr glaubt, der Weihwedel könne Brände verhüten und auslöschen. Wenn jeder Krieg ausbricht, so suchet die Verantwortlichkeit nirgends anders als im Vatikan. Er wird dafür verantwortlich sein, wie er auch verantwortlich ist für den Krieg von 1870. Ende Zitat. Also, wir lasen gerade ein Zitat, das eigentlich besser satirisch hätte gemeint werden können, wie der Autor meint, über die Kongregation, den Kirchenkatechismus, die hier über Papst Pius X. Sagt, dass er so gesagt alles getan hat, um den Beginn des Krieges von 1914 zu verhindern und voller Schmerz angesichts des Leides, das dieser Krieg bringen würde, halt gestorben war und jetzt kanonisiert, also heilig gesprochen werden sollte. Und dann sagte wenige Jahre vor 1914 Yves Guyot: Wenn jemals der Krieg ausbricht, hört es wohl, ihr Frauen, die ihr beichten geht, ihr Männer, die ihr die Kirche als eine Bürgschaft für Ordnung und Frieden betrachtet, und ihr Einfältigen, die ihr glaubt, der Weihwedel könne Brände verhüten und auslöschen. Wenn jeder Krieg ausbricht, so suchet die Verantwortlichkeit nirgends anders als im Vatikan. Er wird dafür verantwortlich sein, wie er auch verantwortlich ist für den Krieg von 1870. Yves Guyot hat das gesagt. Ein sehr interessantes Zitat. Und dann suchen wir uns auch mal eben raus, ob wir den Herrn Guyot als Bild hier bei Google finden. Wollen wir eben schauen, ob wir uns da schnell ein Bild von beiladen können. Das muss dann ja wohl ein etwas älteres sein. Das finde ich schon ziemlich militantisch hier. Ich schätze mal, das wäre eher dieses hier. Yves Guyot. Ja, das kommt von der Zeit her hin. Also das seht ihr ja auch, das Bild. Kann ich nicht ganz so groß machen. Ne?
Nee, weil dann geht er gleich auf die Seite. Das müssen wir jetzt auch nicht haben, das dauert zu lang. Also hier haben wir das Bild. Yves Guillot, der für diesen Ausspruch, den ich gerade eben gelesen habe, hier steht. Der Vatikan, Initiator des Abschlachtens, beabsichtigte diesmal nicht weniger hinterhältig, seine österreichisch-deutschen Verfechter den ganzen Krieg hindurch zu unterstützen. Die Truppen, die der deutsche Kaiser sich brüstete, nach Frankreich schicken zu wollen, brachte man an der Marne zum Stehen und schlug den Aggressor nach jedem seiner heftigen Angriffe in die Defensive zurück. Die päpstliche Diplomatie aber ließ dem Kaiser letztlich alle erdenkliche Hilfe zukommen, was nicht überrascht, bedenkt man, dass die göttliche Vorsehung das Begünstigen der Mittelmächte, also Deutschlands, Österreichs und ihrer Verbündeten im Ersten Weltkrieg, zu lieben schien. Die göttliche Vorsehung liebte das Begünstigen der Mächte Deutschlands, Österreichs im Ersten Weltkrieg? Na, die Liebe hat doch noch nicht lange angehalten und man muss sich immer fragen, von welchem Gott ist denn hier die Rede? In der Tat war der als pro-französisch geltende und aus diesem Grunde auf ein Veto Österreichs hin vom päpstlichen Throne ausgeschlossene Kardinal Rampolla nicht mehr unter jenen, die hätten Papst werden können, da er wenige Monate vor Pius X. Gestorben war, ein, wie es scheint, sehr gelegener Tod. Doch dies soll nicht das Eingreifen Gottes in seiner Gesamtheit gewesen sein. Wie er es versprochen hatte, ernannte der neue Papst Benedikt XV. Noch vor Stattfinden der Abstimmung Kardinal Ferrata zum Staatssekretär. Doch hatte der Kardinal gar nicht erst die Zeit, seinen neuen Posten richtig anzutreten. Er war gegen Ende September 1914 gerade erst in das Sekretariat eingezogen, als er am 20. Oktober nach der Einnahme eines Imbisses einen furchtbaren Unwohlsein zum Opfer fiel und plötzlich starb. Ja, der Kardinal war den Jesuiten nicht freundlich gesinnt und dann kann es schon mal passieren, dass man einen Imbiss isst oder einen Snack isst und dass man dabei dann ganz schnell sich nicht mehr wohlfühlt und vielleicht umkommt. Und der Papst, der halt hier Pius, der halt, was mache ich denn hier, Pius, Entschuldigung, Pius X. Wurde von Benedikt XV. Natürlich gefolgt. Da habe ich auch ein Foto von. Von Benedikt XV. Meine ich doch zumindest. Überall sehe ich hier nur Benedikt XVI. Hier ist er. Benedikt XV. Meine ich doch, wenn ich da ein Foto, dass ich da ein Foto von habe. Der Papst, der den damaligen amerikanischen Präsident Woodrow Wilson unter seiner Kandare hatte. Und unter dessen Leitung Woodrow Wilson, nicht dem Papst, das war 1913, Woodrow Wilson 1913 die amerikanische Federal Reserve gegründet wurde. Der Woodrow Wilson, der meinte, er hätte sein Land verkauft. Naja. Spätes Bereuen, hä? Hier sehen wir halt Papst Benedikt XV., der Pius X., über den wir gerade davor gesprochen hatten, ablöste. Ja? Und der Kardinal Ferrata, der Staatssekretär, konnte seinen Posten gar nicht antreten, weil er wurde von den Jesuiten schneller vergiftet, als er seinen Posten antreten konnte. Wie passiert denn das? Da lesen wir noch ein wenig drüber. Er saß gerade an seinem Schreibtische, als ihm unvermittelt speiübel wurde. Wie vom Blitz getroffen, stürzte er zu Boden. Die Bediensteten eilten ihm zu helfen. Der unverzüglich herbeigerufene Arzt erfasste sofort den Ernst der Lage und bat um rasche Rücksprache. Was Ferrata betraf, so hatte er bereits verstanden und wusste, dass es keine Hoffnung gab. Er ersuchte inständig, dass man jenen zum Sterben nicht im Vatikan beließe. Ohne Verzug kam es zu der ärztlichen Rücksprache mit 6 Medizinern in seinem Hotel. Ein ärztliches Bulletin anzufertigen lehnten sie jedoch ab. Das ist also eine Schreiben in Form eines Berichts über den Zustand des Kranken für den Facharzt, also ein Krankenbericht über eine Person des öffentlichen Lebens. Dieses ärztliche Bulletin anzufertigen wurde abgelehnt.
Ein solches erschien dann doch, aber ohne Unterschriften, wonach er zuletzt an keinerlei Krankheit oder Gebrechlichkeit gelitten habe. Das können wir nachlesen von Abt Daniel in Le Baptême de Sang, also die Bluttaufe, ein Buch von 1935 auf den Seiten 28 bis 30. Aus demselben Buch lesen wir, Zitat, das Aufsehen, das dieser Tod erregte, war derart, dass sich eine Untersuchung seiner Ursache nicht vermeiden ließ. Deren Ergebnis? In dem Büro sei ein Glas zu Bruch gegangen. Dieser Art erklärte man ganz einfach das Vorhandensein zerstoßenen Glases in der vom Kardinal verwendeten Zuckerdose. Wozu Kristallzucker so nütze es? Damit wurde die Untersuchung beendet. In einem weiteren Zitat von Abt Brugeret auf Seite 553, 28 und 29 lesen wir: Abt Daniel fügt hinzu, dass wenige Tage später die plötzliche Abreise des Dieners des verstorbenen Kardinals nicht wenige Bemerkungen nach sich gezogen haben soll, da er offenbar, bevor sein Herr die Weihe empfangen habe, der Diener vom Monsignore von Gerlach gewesen sei. Dieser deutsche Prälat und berüchtigte Spion soll 1916 aus Rom geflohen sein. Er sei im Begriff gewesen, verhaftet und angeklagt zu werden wegen Sabotage des italienischen Schlachtschiffes Leonardo da Vinci, das zusammen mit 21 Offizieren und 221 Matrosen im Golf von Tarent explodiert sei. 1919 kam es zur Wiederaufnahme seines Verfahrens. Von Gerlach erschien nicht und wurde zu 20 Jahren harter Arbeit verurteilt. Ende Zitat von Brugeret. Und wir lesen weiter in dem Buch: Durch das Beispiel dieses Ehrenkämmerers, also eines päpstlichen Finanzbeamten, Geheimkämmerer, und da gebe ich euch mal gleich zur Erklärung mit bei, behaltet dieses Wort bitte, Ehrenkämmerer, päpstlicher Finanzbeamter, das ist eine Position, die wurde Franz von Papen zugesprochen, dem Vizekanzler unter Hitler, dem Malteserritter, da kommen wir im Zweiten Weltkrieg noch oft zu sprechen, oft von Papen, und der wurde in den 1950er Jahren Ehrenkämmerer des Papstes. Also anstatt den Stellvertreter oder den zweiten Mann eigentlich hinter Hitler zu bestrafen, ihn im Nürnberger Prozess zu Tode zu verurteilen oder was, wird er Ehrenkämmerer des Papstes gemacht. Nur mal eben, weil wir gerade in diesem Augenblick hier das Wort hier zum ersten Mal treffen in dem Buch und ich wollte euch das gerne nicht vorenthalten, sondern mitteilen. Durch das Beispiel dieses Ehrenkämmerers und Herausgebers des Osservatore Romano bekommen wir eine klare Vorstellung von der Geisteshaltung in den höheren Sphären des Vatikans. Es ist wieder Abt Brugeret, der das Gefolge des Heiligen Stuhls beschreibt. Zitat aus seinem Buch: Professoren oder Geistliche, es gibt keinerlei Hindernis, das sie abhält von ihrem Bestreben, dem italienischen Klerus und der katholischen Welt in Rom Respekt und Bewunderung für die deutsch-österreichische Armee, Hass und Verachtung für Frankreich einzuschärfen. Ende Zitat. Verräter, der für Neutralität war, war zur rechten Zeit gestorben. Das ist dann ja passend, wenn das in die Agenda passt, ne? Und Staatssekretär wurde Kardinal Gaspari. Ah, der wird doch auch noch später Papst? Ah, da kommen wir noch zu. In völliger Übereinstimmung mit Papst Antichrist Benedikt XV. Tat dieser sein Bestes, den Interessen der Mittelmächte zu dienen. Zitat von Pierre Dominique: In Anbetracht all dessen ist es nicht mehr überraschend, dass Papst Benedikt XV. In den nächsten Monaten hart daran arbeitete, Italien auf dem Interventionskurs zu halten, der den mit den Habsburgern befreundeten Jesuiten den größten Dienst erweisen würde. Ende Zitat. Gleichzeitig wurde der Kampfgeist der Alliierten auf raffinierte Weise untergraben. Bei Brugeret lesen wir dort, Zitat: Am 10. Januar 1915 ordnete ein von Kardinal Gaspari, dem Staatssekretär Benedikts XV. Unterschriebenes Dekret an, zur Beschleunigung des Friedens einen Gebetstag abzuhalten.
Eine der Frömmigkeitspflichtübungen war das Rezitieren eines von Benedikt des 15. höchst selbst verfassten Gedichts. Die französische Regierung gab Order, das päpstliche Dokument einzuziehen. Zu einer Zeit, wo die deutschen Horden soeben den unaufhaltsamen Druck spürten, der unser Land von ihnen befreien würde, und wo sich dem Kaiser die furchtbare Strafe ankündigte, die seine unentschuldbaren Verbrechen verdienten, sah man in diesem Friedensgebet eine aufweichende und zersetzende Bekundung, dazu geeignet, unsere Armeen zu entmotivieren oder demotivieren. Der Papst, der Antichrist, so sagte man, habe Frieden um jeden Preis gewollt, der zu jener Zeit nur zugunsten der Mittelmächte habe sein können. Der Papst könne Frankreich nicht ab. Er sei deutsch. Ende Zitat von Bourgret. Charles Lèdre, ein anderer katholischer Autor, bestätigt, Zitat, bei zwei in einigen wohlbekannten Artikeln der La Revue de Paris erwähnten Gelegenheiten forderte der Heilige Stuhl Italien und später die Vereinigten Staaten auf, sich aus dem Kriege herauszuhalten und zeigte dieser Art, dass er nicht allein ein rasches Ende des Konflikts wünschte. Abt Bourgret zufolge habe dies den Interessen unserer Feinde gedient und entgegengearbeitet. Zitat von Charles Lèdre, ein katholischer Autor. Ich meine, dass der eben hier besprochene Kardinal Gaspari, dass der später Papst Pius XI. Wird, aber ich bin da jetzt nicht ganz sicher. Nur mal eben so ein Beigedanke. Das Wirken aber der Jesuiten und somit des Vatikans war nicht nur in Italien und in den Vereinigten Staaten zu spüren. Recht ist ihnen jegliches Mittel, jeder Ort. Ja, Recht ist ihnen jegliches Mittel, weil der Zweck heiligt die Mittel, solange die Kirche am Ende als Gewinner dasteht. Das kennen wir doch aus dem Eid der Jesuiten. Jedes Mittel ist ihnen Recht, jeder Ort ist ihnen Recht. Verwunderlich ist es also nicht, zu sehen, wie die päpstliche Diplomatie vom Beginn an eifrig unsere Lebensmittelversorgung behindert, die Neutralen davon abbringt, sich an unsere Seite zu stellen, um die Entente zusammenhaltende Bande zu zerstören. Nichts wurde als zu unbedeutend angesehen, konnte es der großen Aufgabe zunutze sein und durch Hervorrufen so mancher Schwäche unter den Alliierten den Frieden herbeibringen. Doch es kam Schlimmeres. Das Drängen nach einem Separatfrieden, also einem nur einseitig mit nur einem der Gegner abgeschlossenen Frieden, es kam zu dem Drängen nach einem Separatfrieden. Zwischen dem 2. und 10. Januar 1916 begaben sich einige deutsche Katholiken nach Belgien, um, wie sie sagten, im Namen des Antichristen einen Separatfrieden zu propagieren. Die belgischen Bischöfe beschuldigten jene der Lüge. Nunzius und Papst indes hüllten sich in Schweigen. Die belgischen Bischöfe beschuldigten jene, also die Deutschen, einer Lüge? Ja, das verwundert mich weiter gar nicht, weil die Belgier sind alle Jesuiten, die Bischöfe, die Hohen in der katholischen Hierarchie in Belgien in der Zeit und auch heute sind alle Jesuiten. Dieses Land hier ist Jesuiten gespickt, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Der Heilige Stuhl gedachte damals, Frankreich und Österreich zusammenzubringen, in der Hoffnung, Frankreich unterschreibt einen Separatfrieden oder zu fordern, es solle mit seinen Verbündeten einen allgemeinen Frieden aushandeln. Wenige Wochen später, am 31. März 1917, übergab Prinz Sixtus von Bourbon, ein belgischer Offizier, den berühmten Brief Kaiser Karls, also des Kaisers von Österreich und König von Ungarn, dem Präsidenten der Republik. Da diesseits der Alpen das Manöver fehlgeschlagen war, musste der Versuch unbedingt an anderer Stelle wiederholt werden. In England, in Amerika und vor allem in Italien. Aufbrechen der weltlichen Kräfte der Entente, um ihre Offensiven zu stoppen, zunichtemachen ihres moralischen Ansehens mit dem Ziel, ihr den Mut zu nehmen und Bedingungen aufzuzwingen, diese zwei bilden die Politik Benedikts des 15. und sämtliche Anstrengungen seiner Unparteilichkeit zielten und zielen weiter darauf ab, uns lahmzulegen. Lesen wir bei Louis Canet, die Politik Benedikts des 15.
Ja, da muss ich aber dem Louis Canet doch ein wenig widersprechen. Ja? Der schreibt hier nämlich von der Politik der Unparteilichkeit des Benedikts des 15. Der ist nicht unparteiisch. Er steht über diesen ganzen Parteien und er ist derjenige, der diese ganzen Parteien gegeneinander aufhetzt überhaupt. Nur wegen ihm, wegen dem Papst, wegen dem Antichristen gibt es diese ganzen Kriege, die eingeleitet werden und geleitet werden von den Jesuiten. Nun soweit die Aussage des bekannten Katholiken Louis Canet. Doch hören wir noch einmal, was Abt Brugeret zu sagen hat. Von dem haben wir ja schon viel gelesen. Und so lesen wir hier weiter. Wir erfuhren 4 Jahre später nur über Erzbergers in der Germania vom 22. April 1921 erschienene Erklärungen, dass dem vom Papst im August 1917 bekannt gegebenen Friedensangebot ein Geheimabkommen zwischen dem Heiligen Stuhl und Deutschland vorausging. Nun, was ihr nicht wisst und wo ich jetzt auch nicht besonders viel drauf eingehen kann, das ist die Geschichte von, wir lesen hier über Matthias Erzberger, ja, ein Politiker zwischen 1875 und 1921. Der hat ein sehr interessantes Buch geschrieben. Sehr interessant. Das kann ich jedem nur anraten, mal nachzulesen, wenn ich mich richtig erinnere. Handelt das Buch von, wo habe ich das denn überhaupt? Das habe ich irgendwo in den Bildern, habe ich das drin, ne? Erzberger, wenn wir eben gucken, den habe ich hier. Ich habe das recherchiert in der Zeit, als ich das Buch gelesen habe, Behind the Dictators. Erzberger, hier, Erlebnisse im Weltkrieg, Erzberger. Das ist sein Buch, was er geschrieben hat. Das kann man auch heute noch bekommen. Ich habe es online bekommen. Erlebnisse im Weltkrieg von Erzberger. Und Erzberger ist derjenige, der die Pläne gemacht hat, um dem Vatikan seine temporale Macht zurückgegeben, was 1929 passiert ist. Und Erzberger selbst wurde 1921 ermordet. Ich habe hier ein Bild davon, mit seiner Leiche sogar dabei. Ja. Hier, das ist Erzberger, der wurde ermordet 1921. Wenn der Mohr seine Schuldigkeit getan hat, wenn man ihn nicht mehr braucht und der weiß zu viel, dann weg mit ihm. Und genau das haben sie gemacht mit Erzberger. Er hatte einen Plan aufgestellt und das ist in seinem Buch, kann man das nachlesen. Wirklich toll. Ich habe das ganze Buch hier auf meinem Kanal. Ich habe das sogar gefilmt mit der damaligen Kamera, als ich das hier, wie ihr seht, Seite um Seite aufgeschlagen habe. Da sieht man hier die Pläne des Vatikan, wie der aufgebaut werden sollte, um 1929 die Wunde halt zur kompletten Heilung zu bringen. Ein ganz interessanter Fall mit dem Erzberger. Der wird hier halt nur ganz kurz mal eben erwähnt, wie wir hier gerade eben gelesen haben, ne? Wir erfuhren 4 Jahre später nur über Erzberger in der Germania vom 22. April 2021 erschienene Erklärung, dass dem vom Papst im August 1917 bekannt gegebenen Friedensangebot ein Geheimabkommen zwischen dem Heiligen Stuhl und Deutschland vorausging. Also, Erzberger, macht mal selbst ein bisschen eure Nachforschung damit oder schaut euch meine Lesung an von Behind the Dictators, da kommt das auch drin vor. Wenn ihr Englisch könnt. Interessant auch, fährt der Autor fort, dass der Kirchendiplomat, der besagtes Geheimabkommen aushandelte, jetzt kommt's, der Nuntius in München, Monsignore Pacelli, späterer Papst Pius XII. War. Ja? Ist das nicht interessant, dass ausgerechnet der Nuntius in München, Monsignore Pacelli, späterer Papst Pius XII., derjenige war, der dieses Friedensangebot, dieses Geheimabkommen mit dem Heiligen Stuhl und Deutschland abgeschlossen haben soll. Nuntius, das ist die Bezeichnung des höchsten vatikanischen Diplomaten in einem Land. Das heißt, in Deutschland, der Nuntius ist der höchste vatikanische Gesandte. Also der höchste Gesandte des Papstes in Deutschland. Der hat, das ist im Grunde, ich sag mal so, der König von Deutschland, den aber keiner kennt, den Nuntius. Doch sicher in Ländern, wo ein Konkordat besteht. Und damals wurde ja ein neues Konkordat gemacht. Aber da will ich jetzt gar nicht drauf hinaus. Darauf hinaus möchte ich, dass wir hier
Eugenius Pacelli, ja, Monsignore Pacelli, Eugenius heißt er mit Vornamen, dass wir den hier schon bereits kennenlernen. Später Papst Pius XII., Hitlers Papst, da gibt es ein Buch von, ja, Hitlers Pope, Papst Pius XII. Der war bereits 1917 als Nuntius in Deutschland. Und bis wann? Bis wann war er in Deutschland Nuntius und somit höchster vatikanischer Vertreter in dem Land? Bis 1929, bis der Laterane Vertrag unterschrieben wurde und die Wunde aus Offenbarung 13 anfing zu heilen. In seiner Apologeten hat Jesuitenpater Fernesol oder Pierre Fernesol geschrieben, Zitat, am 28. Mai 1917 legte Monsignore Eugenio Pacelli dem bayerischen König seine Ernennungsurkunden vor. Er gab sich große Mühe, Wilhelm II. Und Kanzler Bethmann Hollweg für eine Zusammenarbeit zu gewinnen. Am 29. Juni wurde Monsignore Pacelli von Kaiser Wilhelm II. Feierlich im Kreuznacher Hauptquartier empfangen. Ein Zitat von dem Jesuiten Fernesol pro Pontifice oder für den Pontifex, erschienen 1947 auf Seite 15 von Bochesne. Und somit begann der künftige Papst, Pius XII., seine 12 Jahre als Nuntius, wie ich euch sagte, zwischen 1917 und 1929 in München, später Berlin, in dem Willen, seinen Kurs fortzusetzen, denn während jener Jahre mehrte er die Intrigen zum Sturze der nach dem Ersten Weltkrieg gegründeten Deutschen Republik. Und zur Vorbereitung der Revanche von 1939 durch die Intronisierung Hitlers. Jetzt sagt ihr wahrscheinlich, ja, hat denn der Jörg nicht mal ein Bild von dem Pacelli? Natürlich habe ich das. Von Pacelli oder Papst Pius XII. Habe ich sicher irgendwo ein Foto. Hier zum Beispiel ist er noch Kardinal Eugenio Pacelli. Ja? Winkt seine Hand hier und grüßt offiziell das Militär. Und natürlich kann ich euch das raussuchen unter dem Namen Pius XII. Das ist dann ja der Titel, den er als Papst trägt. Und oh, da gibt es so einige Bilder. Guck mal, da gibt es hier zum Beispiel das Bild. Ja, haltet ihm auch noch die Ohren zu. Ne? Ich höre nichts, ich sehe nichts, ich sag nichts. Und das Dritte Reich macht seinen Gang. Hier sehen wir Eugenius Pacelli als Vertreter des Vatikan bei der Unterzeichnung des Reichskonkordats am 20. Juli 1933. Hier sehen wir auch noch Ludwig Kahrs, hier sehen wir Franz von Papen, über den ich gerade gesprochen hatte, der in den 50er Jahren ja der Kämmerer im Vatikan wird. Hier sehen wir noch Giovanni Montini, der später Papst Paul VI. Wird und so weiter und so weiter. Interessante Fotos, wenn man sich das mal anguckt. Hier sehen wir die Königin von England, damals noch Prinzessin, mit ihrer Vatikan-Entourage. Ein Foto aus wahrscheinlich den frühen 50er oder 40er Jahren. Hier ist nochmal Papst Pius XII. Hier lässt er sich auf seiner Sedia tragen mit der päpstlichen Tiara, mit den faulen Federn hier. So wird er getragen in St. Peters Basilika 1955. Ja. Und hier sehen wir ihn auch nochmal und hier sehen wir ihn nochmal, wie er Maria anbetet. Das ist Papst Paul VI. Hier, Papst Pius XII. Hier wieder und hier wieder eine Biografie. Hier sehen wir ihn, wie der Faschist Franco dem Papst Pius XII. Die Finger küsst oder den Ring küsst. Ja, hier haben wir das Bild von der Sedia, also gerade eben schon mal gehabt. Hier nochmal ein Bild von Antichrist, Papst Pius XII. Hier auch nochmal in Schwarz-Weiß. Hier mit seiner Tiara, ja, mit der dreistöckigen Krone, die ihm so gesagt die Macht gibt über Himmel, Erde und Hölle. Und hier haben wir das Bild nochmal mit dem Soldaten, was wir gerade eben schon mal gesehen hatten. Und hier sind wir durch. Also mache ich das mal eben aus jetzt. Na? Wir wollen ja eben noch zu Ende lesen. Papst Pius XII. Eugenio Pacelli. Nuntio in Deutschland zwischen 1917 und 1929.
Und dann Papst während des Zweiten Weltkrieges und nach dem Zweiten Weltkrieg. Meine lieben Zuhörer und Zuschauer, wenn es jemanden gibt, der verantwortlich ist für den Untergang des deutschen Volkes, dann ist es dieser Eugenio Pacelli. Merkt euch das Gesicht. Werden wir noch eine ganze Menge mehr sehen im Lauf dieses Buches. Und somit fährt der Autor fort, begann der künftige Papst Pius XII. Seine 12 Jahre als Nuntius in München, später Berlin, in dem Willen, seinen Kurs fortzusetzen. Denn während jener Jahre mehrte er die Intrigen zum Sturze der nach dem Ersten Weltkrieg gegründeten Deutschen Republik und zur Vorbereitung der Revanche von 1939 durch die Inthronisierung Hitlers. Als aber die Alliierten im Juli 1919 den Versailler Vertrag unterzeichneten, war ihnen die vom Vatikan in diesem Kriege gespielte Rolle derart bewusst, dass sie letztere sorgsam vom Konferenztisch fernhielten. Was noch mehr überrascht, ist, dass der katholischste Staat, also Italien, dass es der katholischste Staat, also Italien war, der auf deren Ausklammerung bestand. Zitat: Durch den Artikel 15 des Londoner Paktes, ein geheimer Vertrag des Londoner Vertrages im April 1915, in dem die Entente-Mächte Großbritannien, Russland und Frankreich Italien für den Fall seines Kriegseintritts an die Seite Großbritanniens und Frankreichs Gebietserweiterung auf Kosten Österreichs-Ungarns zusicherten, das heißt, Österreich-Ungarn verliert Gebiete, die Italien zugewinnt. Und über diesen Londoner Pakt spreche ich auch in Behind the Dictators, auch ein sehr wichtiger Fall. Also, durch den Artikel 15 des Londoner Paktes, der die Teilnahme Italiens am Krieg regelte, hatte Baron Sonnino bei den anderen Alliierten durchgesetzt, dass sie jede Mitwirkung des Heiligen Stuhls auf der Friedenskonferenz ablehnen sollten. Ende Zitat. Wie wir nachlesen können bei Charles Pichon, Histoire de Vatican, also Geschichte des Vatikan. Eine kluge Maßnahme, aber unzureichend. Statt die Sanktionen gegen den Heiligen Stuhl, der diese für das Hervorrufen des Ersten Weltkrieges verdient hatte, zur Anwendung zu bringen, unternahmen die Sieger zur Vorbeugung weiterer Intrigen der Jesuiten und des Vatikans nichts. Diese, die Jesuiten, führten schließlich 20 Jahre später in eine noch schlimmere Katastrophe, die vielleicht schlimmste, die die Welt je gesehen hat. Nun, Kapitel 1 endet und wir machen nächstes Mal weiter mit den Vorbereitungen auf den Zweiten Weltkrieg, aber nicht, bevor ich euch nicht noch etwas mitgebe, um selbst ein wenig Research, Untersuchung zu machen, bevor wir nächstes Mal weitermachen. Der höchste Soldat, das müsst ihr eigentlich finden, hier Fosch, ne? Findest du es nicht? Oh. Der höchste Soldat der Entente, der Alliierten im Ersten Weltkrieg, Feldmarschall Foch. Ich weiß, warum finde ich dem sein Foto jetzt nicht? Das ist merkwürdig. Das hätte ich normalerweise, hätte ich das finden müssen. Der hat 1919, also nach dem Vertrag von Versailles, als der gemacht wurde, der hat da eine Aussage gemacht, die möchte ich euch nicht vorenthalten. Dann machen wir das eben, suchen wir das eben hier. Feldmarschall Foch. Ja, so einfach finde ich den nicht, dann mache ich das unter Feldmarschall. Suchen wir den so mal. Marschall Foch. Hier ist er doch. Ich weiß nicht, warum ich den auf meinem Ding nicht finde. Also nächstes Mal werde ich das Bild da wohl für bereithalten, werde ich da mal schauen. Dieser Feldmarschall Foch, ja, der war der höchste alliierte Soldat, hat 1919 bei dem Vertrag von Versailles eine Aussage gemacht. Ich weiß jetzt nicht, ob wir die hier in diesem Buch noch lesen oder nicht. Bevor wir sie nicht lesen, sage ich sie euch jetzt erstmal. Dieser Marschall Foch hat gesagt, dass der Vertrag von Versailles kein Friedensvertrag ist, sondern die Unterzeichnung eines 20 Jahre, Entschuldigung, eines 20 Jahre dauernden Waffenstillstands.
1919 hat der höchste Soldat der Alliierten gegen Deutschland im Ersten Weltkrieg, diese Aussage gemacht. Zitat: Was wir hier unterzeichnen, ist kein Friedensvertrag, sondern ein 20-jähriger Waffenstillstand. Und der nächste Weltkrieg brach aus. 1939. Genau, 20 Jahre später, nachdem Marschall Foch diese Aussage gemacht hat. Geschichtsstudium ist faszinierend. Und wenn man solche Bücher liest, wie was wir jetzt gerade gelesen haben, die verborgene Geschichte der Jesuiten von Edmond Paris, und man verbindet das mit weiteren Studien, dann öffnet einem das die Augen für die Geschichte, dann versteht man langsam, wo man wirklich herkommt und wie wir nur belogen und betrogen werden. Deswegen muss man sich auch nicht allzu viel mit dieser Welt fest beschäftigen, sondern man muss sich vor allen Dingen mit Gott beschäftigen. Und den lernen wir nur kennen, wenn wir sein Buch lesen, wenn wir die Bibel lesen. Deswegen hammer ich da immer drauf. Nehmt diese Bücher fürs Geschichtsverständnis, aber lest daneben eure Bibel und seht zu, dass ihr Gott versteht, dass ihr Jesus versteht und dass wir verstehen, dass wir in dieser Welt leben, aber nicht von dieser Welt sind. Aber da wir in dieser Welt leben, müssen wir diese Welt auch begreifen. Und da können uns solche Bücher wie die verborgene Geschichte der Jesuiten von Edmond Paris gut bei helfen. Und damit möchte ich es für heute bei dieser Lesung belassen. Ich danke euch herzlich fürs Zuhören und Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Möge Gott euch behüten und beschützen und segnen. Jörg von Joggler 66, Stunde der Wahrheit, meldet sich ab und sagt Tschüss. Especially I work in dealing with the infiltration of churches and religious institutions as well as government. That cover a tremendous number of institutions. And the purpose of that infiltration was what for? Well, the purpose is what the Roman Catholic system has all the time as her own purpose, is to infiltrate, to penetrate all the areas of life where the Roman Catholic can have control and access for the coming world government. Simply put, this country and this world benefit from your commitment to Jesuit principles, to being men. As a graduate of another great Jesuit institution, Xavier University, I have great affection for the value and purpose of the Jesuit education. What that means is, in preparation for that world government, the Roman Catholic institution, especially since the establishment of the Jesuit order in 1541, throughout these 500 years, they've been in preparation and through infiltration and penetration of every level of society in order to take over the world politically and religiously. What a beautiful day the Lord has made. Holy Father, on behalf of Michelle and myself, welcome to the White House. There are two doctrines that define very well these dangerous goal of the Roman Catholic institution. Two doctrines define this very well. One is called the doctrine of the apostolic succession, and that is dealing with the papacy. And the other is the doctrine, the temporal power, and that is dealing with world government. Of course, both, because you can see that even the Pope and his own individual office, he meet those requirements. He is not only the head of his church, as he called himself, John Paul II, the present Pope, he said he is the pastor of his church. He is not only that, but he is the head of his state. It is a sign, perhaps, of how far we have come in this country that today's news of formal recognition between the governments of the United States and the Vatican did not create a furor. Once upon a time, it would have. Once upon a time, and not all that long ago, it did. From the time of President Washington, that was the first president to be utilized by the Jesuits. If you were not aware of that,
President Washington already was initiated by the Jesuits to bring about the first communication with the Vatican ever known in this country. From there on, President Reagan, throughout all this time, President Reagan has come to fulfill the greatest the greatest moment in the history of this conspiracy.